tears on the same like a lifetime. I'm hanging every day from a life. So, meine lieben Freunde, hallihallo, der Reluten Dan ist wieder da. Seid alle mal herzlich gegrüßt, willkommen, ne? Alle Gender hier willkommen natürlich, egal als was ihr euch identifiziert. Ich beispielsweise identifiziere mich als Krüppel jetzt die letzten 5 Jahre, habe auch die Body Modifications gemacht, aber bin im Endeffekt doch nicht so zufrieden mit der Geschichte. Vielen Dank, 4-stellig, die letzten 2 Videos wieder über 1000 Views, ich bin super stolz, freut mich, dass es euch Spaß macht soweit. Das Thema heute, Vorbereitung auf den BVB 2, ne? Und was können wir machen natürlich, um das letzte Spiel vergessen zu machen, ne? Also 6-2, das war wirklich der Hammer, das hat uns alle noch weggehauen. Es zwuckelt jetzt noch ein bisschen in der Glieder, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber wie gesagt, es bringt ja nichts, die Woche ist jetzt halb durch fast, ne? Wir müssen nach vorne gucken, es bringt nichts. Was mir allerdings Sorgen macht noch auch, auch die Presse ist inzwischen darauf aufmerksam geworden, es sind jetzt noch 12 Tage knapp, glaube ich, oder 13 Tage bis Transferschluss und alles, und bei uns brennt, wir haben 7 Verletzte im Moment, ihr werdet es nachher auch noch alles hören, ich informiere euch dazu auch noch, und es sieht ganz schlecht aus im Kader, wir bringen kaum 5 Feldspieler als Ersatz auf die Bank, und das kann nicht der Anspruch sein eines Drittligisten, es kann auch nicht der Anspruch sein eines angeblichen Aufsteigers. Also da muss wirklich nachgerüstet werden, da muss jetzt schnell machen. Und dieses Ganze ist keine Qualität da auf dem Markt und hin und wir müssen überlegen und pipapo. Also umso länger wir überlegen, umso mehr werden die Leute dann noch weggeschnappt von anderen Clubs, gehen dann woanders hin. Und wie lange wollen wir noch überlegen? Ne? Solange bis man gar keinen Spieler mehr haben oder was. Ne? Also so geht's nicht. Ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist. Da muss jetzt wirklich ein Umdenken, ne? Muss da wirklich stattfinden. Ne? So, kommen wir mal zu unserem Gegner, also das Spiel. Ich mache mal so hier, dass ich euch erstmal die demografischen Sachen gebe. Hier am Samstag ist das Spiel, am 20.08. 14 Uhr, Karls-Benz-Stadion natürlich. Ne? Also es soll vereinzelt Schauer gehen, heute ist Donnerstag, es regnet draußen, meine Frau ist arglitschnass, also es könnte Regen geben. Ne? Die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 40-70%, Höchsttemperatur ist 26 Grad. Also ihr könnt sagen, vereinzelte Gewitter, ne, es sind sogar vereinzelte Gewitter, ist gewarnt vor schwer. Ne? Aber ich hoffe, dass es sich mehr in den Abendbereich bewegt, als in den Mittagbereich, ne, wo das Spiel dann stattfindet. Für unsere Gäste, 325 Kilometer, nicht so weit, ne, auf dem Papier. Auswärtsfahrer für den BVB im Durchschnitt 280 Stück, also pro Spiel. Also ich denke mal so 200 bis 250 werden sich wahrscheinlich schon auf den Weg machen. Der Höchstwert für den BVB, für die Zuschauer, war 300 in Saarbrücken oder 260 in Wiesbaden. Ich glaube, das war der niedrigste, 260 in Wiesbaden. Also es bewegt sich immer so, ist eine stabile Fangruppe anscheinend, die da immer mitfährt, von so zwischen 200 und 260 Leuten. Damit auf Platz 13 der Ausfahrertabelle. Ne? Für die BVB-Fans, Karl-Benz-Stadion, ne? Theodor-Heuss-Anlage 20-68165 Mannheim. Telefon 0621-764150. Falls ihr da Fragen habt zu Karten oder irgendwas oder falls ihr Infos braucht zur Anfahrt, Übernachtung, ich denke, die werden euch alles sagen können. Ne? Unsere Geschäftsstelle befindet sich am Alsenweg. Ne? Unsere Geschäftsstelle ist zu erreichen unter 0621-764150, was genau dieselbe Nummer ist, wie die gerade, die ich eben vorgelesen habe für die Theodor-Heuss-Anlage, was mir gerade auffällt. Okay. Die Geschichte des BVB 2 ist natürlich die Geschichte des BVB 1 und die brauche ich euch nicht erzählen. Ne? Champions League-Sieger, Weltpokalsieger, Europokalsieger, deutscher Meister. Und es ist klar, dass so eine Mannschaft, ne, auch die zweite, natürlich wahrscheinlich mit guten und Top-Leuten, den Top-Talenten auch, zumal es jetzt auch noch einer der Top-Bundesligisten mit den Top-Talenten in der Region, die sie dort kriegen können, auch auftreten wird. Also Qualität und ist auf jeden Fall vorhanden da. Ich meine, es ist der BVB. Ne? Meister geworden sind sie in der Regionalliga West. Den Aufstieg in die dritte Liga haben sie geschafft. Ist allerdings ein bisschen eine Fahrstuhlmannschaft. Wenn man sich jetzt die letzten, das sind schon die letzten 24 Jahre, seit 98 anguckt, waren 6 Aufstiege und 4 Abstiege. Also das geht schon hoch und runter für BVB 2. Aber sie spielen halt auf, zumeist, soweit ich weiß, in der höchsten Klasse, wo sie können halt. Ne? In die zweite können sie ja nicht aufgrund des BVB in der ersten Liga. So,
Wie lange die jetzt schon ist, die BVB-2-Mannschaft, wie lange die schon eine Amateurmannschaft hat, kann ich jetzt nicht sagen. Habe ich auch nicht gefunden. Ne? Es kann ja sogar sein, dass es vielleicht sogar bei den Bundesligisten, Zweitligisten, auch vielleicht auch Drittligisten sogar Pflicht ist, dass man jetzt eine U23 hat, eine zweite Mannschaft. Ich weiß nicht. I don't know. Unsere Bilanz gegen Dortmund. 2 Spiele, 0 Siege, 1 Unentschieden, 1 Niederlage. Das letzte Duell war am 21. Spieltag. Da haben wir 1-3 verloren zu Hause. Es war am 17.01.2022. Ich kann mich sogar noch erinnern an das Spiel. Das war richtig ein Scheißspiel. Da waren wir lang 1-1 und dann haben wir auf einmal 2 blöde Tore gekriegt. Und am zweiten haben wir 1-1 dort gespielt. Also ihr seht die Bilanz gegen den BVB, die 2 Spiele, die wir gemacht haben, bis jetzt nicht so dolle. Ne? Also muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Also ich glaube, bis zur 74. Minute haben wir geführt durch Schnatterer und dann durch Pohlmann. Und ich habe mir sogar aufgeschrieben, und Raschel, in der Nachspielzeit hat Raschel und Partei noch getroffen. Ne? Und der Waldo verliert das Spiel noch. Ganz blödes Spiel. Also schon von daher, für die, wenn noch Spieler dabei sind, die sich erinnern an die Saison, wie wir verloren haben letzte Saison gegen Dortmund, dann würde ich sagen, da haben die schon noch was gut zu machen. Das müssen die schon noch auf der Rechnung haben. Weil das war eine ganz blöde Art und Weise. Ne? Die Bilanz vom BVB 2 die Saison, momentan Platz 13 mit einem Sieg, einem Unentschieden, 2 Niederlagen. Also ergo 4 Punkte, durchwachsener Start. Aber das haben wir auch beim SV Metten gesagt. Und der Meinung war ich auch beim SV Metten, dass ein durchwachsener Start war und der Start nicht so gut war. Und im Endeffekt sind wir dort untergegangen. Aber ich denke, da haben auch viel mehr Faktoren noch reingespielt als nur jetzt das hier. Gut, wie gesagt, ich will mich da nicht so weit aus dem Fenster lehnen, nur weil die jetzt eine schlechte Bilanz haben. Ihr wisst, wir haben einiges gut zu machen und wir müssen gucken, dass die Mannschaft hoffentlich mental und auch personell gut dasteht. Obwohl wir werden sehen, viel Probleme haben. Die letzten Spiele vom Testspiel vom BVB 2 war gegen Waalwijk. Da haben sie 1-1 gespielt und ihre letzten Spiele in der dritten Liga. Das war zuletzt jetzt ein Sieg gegen RWE, 1-0, der erste Sieg der Saison. Davor eine Niederlage gegen Saarbrücken, in Saarbrücken, zu Hause eine Niederlage gegen Ingolstadt, 0-4. Und dann auswärts ein 1-1 gegen Wien Wiesbaden. Aber wie gesagt, sie kommen schon ein bisschen mit einer breiten Brust jetzt, weil sie haben ja, wie gesagt, das letzte Spiel 1-0 gewonnen. Zwar nicht riesig und nicht groß, aber was soll man machen, ne? Okay, ich habe jetzt mal angeguckt hier, ne? Wie die Dortmunder kommen könnten. Wo haben wir denn, ja? Okay, ich habe mir die 4 Spiele angeguckt, wie sie da gestanden sind, wie viel Personal, was sie an Personal gehabt haben, wer auf welcher Position war und wer am meisten dort war, ne? Und welche Alternativen es auch gibt. Ne? Also man sieht jetzt gegen WM Wiesbaden beim 1-1 sind sie in der 4-3-2-1 aufgetreten. Gegen Ingolstadt beim 0-4 auch in der 3-4-1-2. Also zweimal in dieser... Nee, einmal ist es vorne andersrum, sehe ich gerade. Stürmer und offensives Mittelfeld. Ne? Und dann gegen Saarbrücken sind sie in 4-2-2 aufgetreten. Und jetzt im Sieg, den sie haben, in 4-2-3-1. Die Aufstellung, die wir auch haben. Deshalb werde ich auch mal schwer davon ausgehen, weil ich meine, wie gesagt, es heißt never change a winning team. Ne? Aber, muss ja jetzt nicht unbedingt sein, die meisten, die da jetzt gespielt haben gegen RWE, sind jetzt auch im Kader. Wahrscheinlich gegen Waldhof. Ne? Sie sind nicht gesperrt, sie sind nicht verletzt und sie sind eigentlich immer der Mannschaftsteam nicht. Also von daher, sie sind anscheinend da. So, Christian Preußer ist der Trainer, habe ich ja schon gesagt. Ist mir jetzt nicht so bekannt als Ex-Fußballer. Sagt mir nichts der Name. Die Verletzung. Dennis Lüdke-Fri mit Bänderriss. Prinz Anning mit Sprunggelenksprobleme. Und Guelle Bueno mit Rückenprobleme. Ob da noch einer da ist, der da kommen kann, der da wiederkommen kann, kann ich auch nicht sagen. Wie gesagt, das sind die, die geführt sind auf der Verletztenliste. Mein Formationstipp bei Dortmund ist 4-2-3-1, wie gesagt. In den ersten 2 Spielen war Luca unbehauen im Tor, aber in den letzten 2 Spielen war es Marcel Lotka. Ich tippe auch auf Marcel Lotka im Tor. In der Abwehr Niklas Dahms und Anastasios Papadopoulos. Rechte Verteidiger Kolbein Finzen und im linken Verteidiger Mathur Moré. Allerdings war der linke Verteidiger in den letzten Spielen von jemand anders besetzt. Aber allerdings unter Moré war gegen RWE und es war dieser Sieg. Also denke ich mal, er hat ja auch die Null gehalten, ne? Wie gesagt,
Moraes anscheinend, ja, ich habe es mir nochmal dazu geschrieben auf der linken Verteidigung, Moraes anscheinend auf diese Position von der Verletzungspause zurückgekehrt und hat dafür viel Lob kassiert. Entschuldigung. Viel Lob kassiert in der lokalen Presse dort für seine Leistung gegen RWE. Also denke ich mal, wird er auch gegen Waldhof wieder kommen. So, zentral defensiven Mittelfeld, Franz Pfanne, der ist immer dabei. Kamara, da waren die letzten zwei Spiele dabei. Im ZUM Michael Eberwein, auch ein Stammspieler. Rechtes Mittelfeld Justin Yinma, der war gegen RWE im Team. Deshalb, und auch Ole Pohmann im linken Mittelfeld war gegen RWE im Einsatz. Deshalb tippe ich die auch wieder diesmal in der Elf. Und vorne als Sturm Bradley Fink. Und zwar, der war ja die letzten zwei Spiele vorne als Sturmspitze oder im Sturm tätig. Von daher gar nicht schlecht, ne? Also, jetzt schauen wir mal. Hier, Torwartersatz ist Silas Ostrinski. Oh, Ostrinski? Ostrinski, ja, genau. In der Abwehr haben wir Leon Semic und Falco Michel, die beide, glaube ich, eingewechselt worden sind gegen Saarbrücken und gegen Dings, gegen RWE. Can-Hanfri Özkan ist nur gegen RWE eingewechselt worden. Mario Pasalic ist gegen RWE und Saarbrücken eingewechselt worden. Das sind die letzten zwei Spiele, ne? Und Justin Nima ist eingewechselt worden gegen Saarbrücken und Moritz Broschinski ist nochmal eingewechselt worden gegen RWE. Und das sind auch gleich die Ersatzspieler, die jetzt RWE zur Verfügung haben. So, sie haben einen Kader, nur mal kurz zur Information, von 33, ich habe jetzt 33, ich schätze mal, von über 30 Spielern auf jeden Fall. Also ein sehr starker. Und sie haben auch noch ein sehr, das war jetzt der Kader, der voraussichtlich auf der Bank guckt und die Bank komplett füllt. Und sie haben sogar noch sowas, kennt der Waldhof jetzt nicht, nennt sich Reserve. Und zwar einen dritten Torwart, Nikas Lübke, dann nochmal Abwehrspieler mit Marius Süver, Somalia Koulibaly, Valentino Vermeulen, im Mittelfeld Aday Erkan, Bjerne Pudel, Marco Hober, Göktan Gürpütz, linkes Mittelfeld Rodney Elongo Jambo, links außen Jaden Brav und dann im Sturm haben sie einen Justin Nima, den hatte ich eigentlich, glaube ich, habe in die Mannschaft gestellt. Dann haben wir noch Ted Tadamusch und Timo Bornemann. Wie gesagt, also die haben, das ist die Reserve. Das ist nicht die, die voraussichtlich auf der Bank hocken. Von denen hocken vielleicht auch ein paar auf der Bank und ein paar von der auf der Bank innere. Aber 33 oder 32 Leute. Wahnsinn, Wahnsinn. Also der Trainer dort, der macht den Kasten auf den Poppen nur die Schraubenschlüssel so entgegen. Ne? Unser Trainer wiederum hat es nicht so. Der hat einen Werkzeugkasten, der ist relativ leer. Der hat schon die Schere geklaut gekriegt. Der hat schon die Zange geklaut gekriegt. Schraubenschlüssel und Schraubezieher sind auch kaum vorhanden. Also muss unser Trainer ein bisschen rumwascheln und wird es auf dieser Baustelle wahrscheinlich wesentlich schwerer haben als der andere Trainer. Zumindest wenn es um Sachen Aufstellung geht. Kurz und knapp, ich denke, er wird 4-2-3-1 machen. Das haben wir ja immer. Wie gesagt, vorne war es ja auch nicht so kritisch. Vorher hatten wir ja eigentlich auch alles zur Verfügung. Ne? Aber wie gesagt, hat es irgendwie vorne nicht zusammengepasst. Ne? Wir schauen mal auf die Verletztenliste. Ne? Mit Marco Höger, eine Bauchmuskelzerrung dauert, ich habe mal geguckt, es fraglich, ob er kommt, dauert bis zu 14 Tage Heilungszeit, habe ich gelesen, eine Bauchmuskelzerrung, deshalb denke ich mal, dass er aus ist. Bei Johannes Dörfler und Willi Sommer ist es beides. Ich glaube, Willi hat muskuläre Probleme, Johannes hat es noch mit dem Knie oder auch mit muskulären Problemen. Ich hoffe, dass die zwei diese Probleme überwinden können und dass wir das endlich in den Griff kriegen, dass sie spielen können. Bei denen weiß ich nicht, kann einer kommen, kann keiner kommen. Also sie sind auf der Verletztenliste, aber vielleicht sind sie auch auf der Bank, ich weiß es nicht. Bei Marc Schnatterer ist diese große Rätselfrage, er ist fit anscheinend, er sitzt auch auf der Bank soweit, aber er ist nicht fit genug einzugreifen ins Spiel, auch spät nicht. Also warum sitzt er dann auf der Bank? Okay, das ist eine komische Sache mit dem Schnatti, weiß ich nicht, weil er fehlt nämlich unheimlich offensiv, ne? Ich würde mir wünschen, dass er dem nächsten Spiel wieder zur Verfügung steht. Gerrit Golge wird wahrscheinlich auch noch ausfallen. Ich weiß es nicht, so wie ich gelesen habe. Bei diesen Gehirnsachen gibt es auch ein gewisses Protokoll, denke ich, aus Seiten des DFB. Ich weiß nur, dass man am Tag der Gehirnerschütterung oder danach einen MRT-Scan macht und 7 Tage später nochmal. Und aufgrund dessen, ob es da Veränderungen gibt oder wenn was ist oder Schwellung irgendwas zurückgegangen ist, dann entscheidet. Ich hoffe, dass Gerrit Gürke wieder antreten kann. Er wäre wichtig, dass er wieder diese Achse mit Segert schließt. Ne?
Ansonsten haben wir halt Malte Karpstein noch. Aber falls Malte spielt, auch keine, also keine defensiven Optionen mehr auf der Bank zum Auswechseln später. Ne? Also es darf sich jo keiner irgendwie eine Blase holen. Oder musst du mit gebrochenem Bein als Innenverteidiger halt mal auf die Zähne beißen und nicht jammern und einfach mal da schienen lassen und durchgehen. Okay, Jan-Christoph Bartels ist anscheinend verletzt. Ich weiß jetzt nicht, was er hat. Und Alexander Rosipal, so wie ich gelesen habe, bleibt auch noch verletzt, wäre auch sehr wichtig, hofft, dass er fit wird, aber die Hoffnung, ich will mir keine Hoffnung machen, aber das ist auch ein ganz großes Problem auf der linken Verteidigungsseite, ne? Wenn man, wenn er nicht fit werden sollte. Aber das siehst du ja auch selber, ne? So, bei Gerrit Golke weiß man ja, wie gesagt, mit der Kopfverletzung, okay, wie gesagt, da hatte ich mir nochmal aufgeschrieben, die verschiedenen Verletzungen, wie lange die Heilungszeiten sind, aber die habe ich euch ja so jetzt mitgegeben. Im Tor morgen Behrendt, in der Innenverteidigung Marcel Zegert und ich bete zu Gott, dass Gerrit Golke gesund genug ist und dass er den medizinischen Test passen tut oder seine Untersuchungen und das grüne Licht kriegt und spielen kann, weil wie gesagt, er ist sehr wichtig für diese Innenverteidigerachse. Bei linke Verteidigung hoffe ich natürlich, was soll ich sagen, auf Alexander Rosipal, der in absolut starker Form war, bevor er verletzt war jetzt. Ne? Also der hat ein absoluter wichtiger Punkt auf der Seite. Nicht nur, dass er dicht gemacht hat, er hat da unheimlich vorne nach vorne gearbeitet. Die rechte Verteidigungsseite mit Julian Riedl. Rechts ist er eigentlich in Ordnung. Ich denke, wenn sie sich zusammenhalten, ne, und nicht alles zusammenbricht, und ich denke, dann wird es auch wieder gut klappen, dass wir da nicht so viele Tore kriegen. Marco Höger ist ja definitiv raus, so wie ich das mitgekriegt habe. Also Florian Wagner wird da einspringen, denke ich. Russo auf dem ZDM. Auf dem RM hoffe ich, ich hoffe, dass Marc Schnatterer wiederkommt. Also er hockt ja auf der Bank und er ist ja angeblich nicht verletzt. Ergo bleibt ja nur noch eins, er ist fit. Also bringt ihn in die Mannschaft. Die Mannschaft braucht seine Kreativität, seine Ideen vorne, seine Spielverlagerung, sein Knusper-Knasper-Häuschen vorne. Wir brauchen das. Also ich würde mir wirklich wünschen, dass Marc kommt. Ansonsten muss der Trainer sich halt für einen anderen entscheiden. Der Baris Egincer steht ja halt auch noch zur Auswahl. Links habe ich da Dominik Kota stehen und ZOM Baxter Bahn, der jetzt ein bisschen bei den Fans ein bisschen umstritten, dass er ein bisschen viel, er läuft viel, und aber es kommt so wenig dabei rum und alles. Naja, gut, die Torgefährlichkeit könnte ein bisschen besser sein, aber ich denke, es wird auch noch kommen. Er wird sein Ding auch noch machen. Er macht ja auch, er ist ja auch ein Torstütze. Ne? Und vorne wieder Dominik Martinovic, der das Tor schön gemacht hat, kluge Sache, ne? Und halt da in Meppen ausgenutzt hat, aber bei 6 Gegentoren nützt ein Tor halt auch nicht viel. Auf der Bank hätten wir dann Havriduk, Martin Winkler, Adrian Malachowski, Berkan Task, Malte Karpstein, Pascal Sohm, Adrian Lebeu, Bades Ekincer und Volkan Orona. So, das Fazit. Wird sicherlich ein Kraftakt, ne? Ist ganz klar. Mental und körperlich nach dem Meppenspiel. Aber ich sage auch, wer aufsteigen will, Es sind Profis. Es ist bestimmt nicht die erste große Niederlage, die sie hinnehmen im Leben. Die müssen jetzt halt da durch und müssen den Kopf jetzt da wegschalten von Meppen und müssen nach vorne und nicht mehr an die Fehler der Vergangenheit denken, sondern an die Zukunft. Ne? Und wie gesagt, wer aufsteigen will, muss da durch. Und ich glaube auch, wir werden das schaffen. Ne? Der Trainer, der muss halt wieder schön rumwaschen. Ne? Er hat halt kein Material da. Ne? Also er hat nichts, kaum was zum Arbeiten. Ne? Ich will damit nicht die Spieler, die fit sind, abwerten, aber ihr wisst, was ich meine. Ich meine, wenn die mal verletzt sind oder können nicht mehr, oder ihr habt gesehen, man hat auch mal einen Tag, wo man nicht so fit ist oder schlecht ist. Die Alternativen braucht man dann auch, die Position dann gleichwertig füllen können. Ne? Ich hoffe nur, dass er jetzt die richtigen 11 aufs Feld schickt, ne? Dass die Chemie, die Moral und der Kampf vor allem angenommen wird. Der Kampf Mann, Mano a Mano, ne? Mann gegen Mann. Und nicht wie gegen Meppen 3 Meter vom Mann weg und laufen lassen und schön bestaunen, was die gucken. Ne? Also, ich sag nur, da wünsche ich viel Glück, ne? Christian Neidhardt auf jeden Fall. Ne? Ich glaube trotzdem, auch nach diesem verheerenden Spiel, ich glaube trotzdem daran, dass wir schaffen können, diese Dortmunder, auch wenn es ein hartes Spiel wird, aber ich glaube daran, dass wir dasselbe Ergebnis wie gegen Meppen, 2-1 für Waldhof. Ich glaube ernsthaft, dass wir 2 Tore schießen können zu Hause. Ich glaube daran.
Aber der Waldhof kriegt halt immer eins. Das ist halt in letzter Zeit wieder das Mango. Ne? Also von daher, das ist mein Twist an der ganzen Sache. In diesem Sinne sagt der Lieutenant, viel Spaß. Bleibt gesund, wenn es euch Spaß gemacht. Ihr wisst ja, ne, wie das Motto heißt. Daumen auf, Daumen runter. Oder Daumen sonst vor. Ansonsten bleibt gesund. Wir sehen uns am Spiel am Samstag. Es wird ein geiles Spiel. Drückt die Daumen, ne? Und abonniert weiter kräftig, damit, ja, damit wir irgendwann mal auf 1907 kommen. Und dann auf 2000 vielleicht. Das wäre geil, oder? Okay, in diesem Sinne sage ich mal tschüss und viel Spaß am Spiel. Einer für alle, alle für ein, das ist unser Verein.